Hallo Leute und willkommen. Heute will ich euch zeigen, wie ihr das Multitasking hier in das Control Center packen könnt. Ihr könnt das hier schon sehen. Hier ganz unten habe ich die ganz normale Multitasking-Ansicht, wie man sie kennt seit iOS 7. Und die kann ich jetzt hier ganz einfach mit dem Control Center aufrufen und auch von dort aus dann direkt natürlich bedienen. Und der Tweak, ihr seht schon, heißt C-Switcher. Und ist kostenlos erhältlich im Cydia Store. Wo genau, das erfahrt ihr später. Ihr seht schon, wir haben hier einige Funktionen, die wir hier noch ein- und ausschalten können. Ganz oben hier natürlich das Ein- und Ausschalten des Tweaks. Dann könnt ihr hier unten drunter wählen, ob ihr 4 oder 5 Icons angezeigt bekommen wollt. Ihr seht, wenn ich jetzt hier mal hochfahre, habe ich hier pro Reihe, wenn ich hier so hin und her schalte, maximal 4 Vorschaubilder vom Multitasking. Das können wir hier einfach aktivieren, dann haben wir 5. Dann haben wir unten den Punkt Paging. Standardmäßig ist das also so, wenn ich jetzt hier rüber scrolle und es sind keine weiteren Apps mehr verfügbar, komme ich nicht weiter und muss einfach nochmal zurück, um zum Anfang zu kommen. Wenn wir das Ganze hier deaktivieren, dann wird das Ganze hier nahtlos einfach wie im Kreis immer weiter hin und her gescrollt. Das zeige ich euch gleich. Und hier unten haben wir noch App Snapshots. Das ist standardmäßig eingeschaltet. Dann habt ihr natürlich ganz normal hier die Vorschau der geöffneten Apps, wie man das kennt. Wenn ihr das deaktiviert, seht ihr nur noch die App-Icons, so wie man das früher von iOS her gekannt hat im Multitasking. Wenn man hier was geändert hat, muss man, damit das Ganze in Kraft tritt, dann einmal noch neu starten, also das Springboard neu starten. Das dauert einen kleinen Moment und dann können wir uns auch gleich mal anschauen, wie die Änderungen aussehen, die ich gerade vorgenommen habe. Und dann öffne ich mal das Control Center und ihr seht schon, dass ich jetzt hier nur noch die App-Icons sehe, so wie es bis iOS 6 standardmäßig der Fall war. Und ja, dass ich 5 pro Seite habe, also pro Reihe, die angezeigt wird. Nicht mehr 4, sondern 5, denn so habe ich es eingeschaltet. Was jetzt nicht funktioniert, ist das beschriebene Continuous Flow. Das heißt, wenn ich hier ans Ende gerate und streiche weiter einfach rüber, dass ich dann wieder an den Anfang komme, das funktioniert nicht. Ist aber jetzt nicht weiter schlimm, denn ich finde die Funktion, dass man das Multitasking hier im Control Center aufrufen kann, wirklich sehr praktisch. Jetzt fragt ihr euch vielleicht noch, wie lösche ich denn jetzt die Anwendungen, die im Hintergrund noch laufen? Normalerweise streicht man die ja einfach nach oben weg. In dem Fall hier haltet ihr einfach gedrückt, bis hier die kleinen X'er erscheinen und dann könnt ihr das wie beim App-Löschen einfach dann hier per Tab schließen. Alles in allem wirklich ein sehr schöner Tweak, den kann ich euch ans Herz legen und jetzt zeige ich euch noch, wo ihr C-Switcher finden könnt. Und dafür geht ihr einfach mal in den Cydia Store und sucht in der Big Boss Repo nach C-Switcher. Der Tweak ist völlig kostenlos und kann direkt runtergeladen werden. Und das wär's dann schon, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein, hier bei MeAppleCat. Macht's gut. Tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert MeAppleCat. Die Katze hat gesprochen. MeAppleCat. Auch bei Facebook, Twitter und Google+ und bei www.meappleCat.jimdo.com. Wir sehen uns. Rau!